Was passiert, wenn ich den drücke? Okay, damit drehe ich das, aber ich bin trotzdem zu spät. Ja, die Plattform ist schon zu weit oben. Mist. Na gut, dann weiß ich, wie das funktioniert. Der hat keine Chance. Nee, das wird Rabe nicht in einen Stream schaffen. Glaube ich nicht. Es sei denn, er macht einen 8 oder 9 Stunden oder 10 Stunden Stream. Dann vielleicht, aber das macht der Rabe ja für gewöhnlich nicht. Außer er spielt Process of Elimination. Das packt ihn dann für 7 Stunden. Das kann er ja nebenbei spielen. Dann kriegt er das auch hin. So, ja, ich hab's ja wie gesagt verkackt. Ich muss das ja nochmal umdrehen. Da war ich nicht auf Zack. Da durfte ich ab und an nichts speichern. Ja gut, ne? Ja, das ist bei Process of Elimination ja wirklich eine schwierige Sache gewesen, das stimmt schon. Dass es da mit dem Speichern so seltsam gelöst ist. Diese Rüstung nervt. Komm. Genau, spüre. Ah nee. Spüre nicht die Macht der Kelle, sondern spüre die Macht von Lilith Cockwood. Vor allem der Strategieteil bei dem Spiel ist sehr interessant gemacht. So, wie komme ich jetzt abwärts? Wollte schon sagen. Wo ist der Punkt, dass ich das machen kann? Dachte erst, das Spiel will mich verarschen und ich habe es verbuggt. Wäre auch keine Neuheit. Okay, das heißt, ich muss jetzt wirklich alles im Schnelldurchlauf machen. Kriege ich hin? So, einmal schnell weiterlaufen. Nein! Okay, scheiß auf den Kampf. Auf den kann ich jetzt verzichten. Ich will jetzt einfach nur gemütlich hochkommen. Weil sowas bringt nämlich gerne aus dem Konzept, wie ich sehe. Oh, das war noch knapp. Man hat doch ein gutes Zeitfenster noch. Das noch zu retten. So, schnell ist er an. Nein! Das ist auch wieder sehr knapp bemessen, aber auch noch machbar. Jetzt oben muss ich nur gleich dran denken, den Schalter zu betätigen. So. Aktivieren. Einmal drehen. Noch. Warum kommt jetzt ein Kampf? Das bringt mich schon wieder aus dem Konzept. So, schnell weg. So, einmal drehen. Und schnell nach oben. Na, das kann ich schaffen. Da darf man aber auch echt sich gar keinen Fehler für erlauben. Aber immerhin wird die Plattform an dem Punkt tatsächlich langsamer, wie ich gerade sehen konnte. Das ist also schon recht großzügig. Okay, wir sind endlich oben. So, perfekt. Habe ich das auch geschafft. Yay, Speicherpunkt. Und direkt den nächsten Kampf am Hals. Gut, jetzt darf ich auch gerne wieder kämpfen. Jetzt muss ich mich wenigstens nicht auf irgendwelche Gegner konzentrieren.
Na, ach Mann. Okay, die Gegner sind aber auch lästig mit ihren Bomben. Oder was auch immer die abwerfen. Wahrscheinlich Chitteritis. Ne, das sind wirklich Bomben. Das kann man richtig sehen. Oh, komm. So, jetzt haben wir dich. Nur noch einer. Na, thank you. Johnny ist cool. Achso, ich wollte speichern. Okay, das hat auf jeden Fall gedauert, das Rätsel. Mit meinem Fahrstuhl. Ei. Um überhaupt da hinzukommen, weil ich diesen einen Weg nicht gefunden habe. Ist aber auch blöd, dass man von der anderen Richtung da auch hinkommen kann, ne? Das macht das Ganze ja so seltsam auch an dem Punkt. Oh, halt. Geh wieder runter. Na komm. Es sind nur zwei Tiamat und einmal dieses komische Glubschauge, was sich in der Panzerung versteckt. Immer drauf! Nein, 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 nein! Bleib schön da in der Ecke! Jetzt gibt's gegrillten Tiamat! Shit. Genau, lass fetzen, Johnny. Let's fetz. Ich kann mich gleich aber erstmal noch mal ein bisschen um die Ausrüstung kümmern. Oh, wir haben drei Wege. Ich glaube, das könnte wir in die Mitte führen, ne? Könnte ich mir gerade sehr gut vorstellen. Na komm. Ich habe hier drei Gegner, die ich jetzt einfach mal kurzerhand plätten kann. Okay, machen wir es folgendermaßen. Geht schneller. Oh, Lilith hat's erwischt. Wann ist die denn draufgegangen? Ich sehe nur gerade, sie hat nur noch 0 HP. Aber egal, sie steht gleich eh wieder auf. Hoffe ich. Sonst muss ich Ruti bitten. Okay, jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich komme zur Rettung. So. Jetzt bist du fertig. Oh oh. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich würde mal sagen, wir wurden gerettet. So, und jetzt bitte einmal Lilith wiederbeleben. Sehr schön. Jetzt kriegt ihr mir ordentlich ein paar drauf. Das reicht noch nicht. Nur noch die beiden. Und wir sind erstmal wieder voll geheilt. Yeah.
noch der eine. Auch dich kriegen wir jetzt klein. Geht doch. Okay. Ja doch, das geht wie ein mittleres Ding. Na komm, euch mache ich platt. Das ist eine Gegnergruppe, die geht. Die kriegen wir hin. Wenigstens kommt keiner so schnell an Ruti dran. So dass wir wenigstens schön durchkommen. Oh shit. Ach, so ein Vieh gibt's ja auch noch. Okay, dann weg mit dir. Okay, jetzt habe ich euch. Jetzt seht ihr alt aus. Na komm, geh endlich zu Boden. Das schon genug einstecken müssen, Tiamat. Geh doch endlich mal kaputt. Er will einfach nicht. Ah doch, jetzt. Aber die waren wirklich ziemlich hart. Da hast du rechts dran. Gebe ich dir ausnahmsweise mal recht. Schon wieder 100.000 Wege. Ach Gott, ey. Also verlaufen ist hier vorprogrammiert. So. Schnell hier durch. Wenn die Gegner mich lassen. Nein. Nein. So, geht doch. Paralyse. Oh nee. Okay, ich bin umzingelt. Ich habe ein Problem. Danke. Doch noch so weit entkommen. Perfekt. Hurra, hurra. Jo, jetzt bin ich endlich an diesem Punkt angekommen. Ei! Und wir werden direkt platt geweizt. Scheiße. Weil ich zu schnell hier hin wollte. Hat das eigentlich viel abgezogen? Finde ich jetzt gerade mal neugierig. Och, das geht eigentlich noch. War doch nicht so brutal. Hier müsste ich auf jeden Fall die nächste Platte kriegen. So, schnell durch. Ah. Okay, ich schlage mich erstmal durch den Tiamat hier durch. Aber wenn die Gegner da bleiben, ist das auf jeden Fall ganz gut. Immer schön in der Ecke bleiben. Schön zusammensammeln. Genau, so ist brav. Okay, jetzt habe ich hier ein gewaltiges Problem. Ich wollte gerade sagen, Zeit für Plan B, aber ich lasse es doch noch lieber. Den nehme ich mir für größere Notfälle auf.
Nun seid ihr jetzt mal fällig. Ich mach euch geil, ich mach euch platt. Los, helft mit. Danke, Lilis. So macht man das. Ah, hier lang. Ich will die Platten noch mithnehmen. Lithograph Gott. Okay. Sonst ist hier nichts. Einfach nur dieses Lithograph. Diese Lithografie. Na gut. Reicht ja auch. Das Blöde ist, dass ich ja nur noch ein heiliges Wasser habe. Womit ich sozusagen Kämpfe mindern kann. Das ist dann halt natürlich ein bisschen blöd. Aber ich sag mal, so allzu viel dürfte ja jetzt auch echt nicht mehr kommen. Sehr schön. So. Und schnell von hier weg. Gut, jetzt muss ich noch auf diese Weizen aufpassen. Huiuiui. Okay, hier geht's nicht weiter. Dann muss ich halt mitgehen. Okay, hier sag ich mir jetzt scheißegal. Ich will erstmal den Weizen vernünftig entkommen. Da drüben müsste ich irgendwie noch hinkommen. Hm. Ich gehe erstmal hier runter. Okay, ich würde sagen, die Gegner lasse ich jetzt erstmal. Wir wollen schließlich auch noch ein bisschen vorankommen. Und ich habe ja eigentlich ein recht gutes Level, würde ich behaupten. Welches Level haben wir überhaupt gerade? Ja, ne, geht ja. Was ist hier eigentlich? Ah, okay, da kommen die Platten rein. Zwei fehlen noch. Hier wäre noch eins. Okay. Da ist die Platte einfach mal direkt auf die hinterste Statue platziert. Na komm, euch Gegner nehme ich mit, weil ihr gebt schöne Erfahrungspunkte. Auch wenn dieses Auge hier etwas nervig ist. Wenn wir alle schön drauf zusammen einprügeln, dann bleibt dieses Auge auch nicht trocken. Okay. So, komm. Dann willkommen zurück, Sinas. Wenn man sich auf das Handy nicht verlassen kann. Hast du eh jetzt nicht allzu viel verpasst. So, außer dass ich jetzt die dritte Platte schon habe. Lithograph Himmel. Sehr schön. Dann fehlt jetzt nur noch einer davon.
So. Ja. Ja, okay. Das ist dann natürlich auch blöd gelaufen, Sinas. So, Nummer 3 steckt. Na, wie gesagt, fehlt jetzt nur noch eins. Dann folge ich erstmal diesem Weg hier. Oh Gott, hier gibt es auch wieder eine Weggabelung. Okay. Ich probiere jetzt einfach mal diesen Weg. Das ist eine 50-50 Chance, richtig zu raten. Aber ich habe so das Gefühl, es geht einmal komplett im Kreis. Ich kann es ja auch erst genauer sagen, wenn ich es halt entsprechend sehe. Aber dieser Weg zieht sich auch. Okay, hier ist ein langer Weg nach Norden. Ah, ja. Das war der Speicherpunkt, den ich das eine Mal gesehen habe, wo ich gesagt hatte, da wollte ich hin. Jetzt bin ich da. 5 Stunden später, gefühlt. Okay, dann will ich mich mal kurz hier umsehen. Was ist das hier? Buchstaben voller Licht liegen vor dir. Willst du sie lesen? Natürlich. Ein Steintablett existiert, das ihre Wörter beinhaltet. 4 Apostel... Vorfahren aus dem Himmel, die über den Tod gekämpft haben. Der Himmel, die Erde, die Seele und das Licht. 4 Teile, die wieder vereint sind, sollen das Licht durch den Himmel öffnen. Das Tor zu den himmlischen Göttern. Okay. Ich nehme mal an, wenn ich das Rätsel da in diesen einen Raum gelüftet habe, wird dieses riesige Tor sich öffnen. Oder? Ja. Damit ist dieses riesige Tor gemeint. Okay, also muss ich zurück. Ich habe das ja noch nicht entsiegelt. Ich brauche noch eine Platte. Und dann muss ich irgendwie das Licht wahrscheinlich noch drauf werfen.